So, und wieder ein weiterer Sonntag bei den Crazy Wanderers. Heute sind wir in, Bückeburg. Geht irgendwie Saurierspuren. Hoi, hört sich ja gefährlich an. Und die Saurier machen. Die Saurier geben schon. Ein kleinen Wurm. Achim ist leicht angeschlagen. Aber wir werden den Tag heute gut überstehen, denke ich. Tour geht, glaube ich, um 16 Kilometer. Das Wetter ist ja, gefühlt warm, aber es sollen trotzdem 2 Grad sein. Handschuhe haben wir erstmal im Rucksack. Gucken, wie das heute noch so wird. So, dann genießt mal schön die Show. Die Tour. So. Sieht ja alles noch ziemlich heile aus hier. Hier haben wir schon gut aufgeräumt. Da hinten haben sie die Bäume schon gestapelt. Aber echt, so kalt ist das irgendwie nicht. Liegt vielleicht daran, dass es auch nicht so windig ist. Ich bleibe so feucht. Von wem? Ah ja, komm. Vom Hund. Vom Hund und seinem Navigator. Ja. Guck mal, ja. Guck mal, da hinten ist schon. Ja, hier haben sie auch ganz schön gewühlt. Stimmen die hier schon? Ja. Geschichte. Die waren hier schon fleißig. Und? Kann man wohl sehen. Wer fällt ein, ist matschig. Ja, dann gibt es heute dreckige Schuhe und dreckige Hosen. So sieht's aus. Hoch ist gut. Ja, das stimmt, ja, das recht. Kostende Bohne. Ja, das sieht ja schon gut. Gut was weggemacht hier. Ich habe heute doppelte Ration mit eingepackt. Komplett ein Liter Wasser. Ach du meine Güte. Hast aber was vor, ne? Was ist halber? Mal schauen. Normalerweise komme ich immer mit einem halben Liter aus. Das sieht aus wie ein Staffelstab, ne? So, ja, heute ist, wir haben einen neuen Gimbal, ja. Mal am Testen, wie der ist. Soll auf jeden Fall von der Akkulaufzeit um Längen länger halten als der alte. Na gut, ist das im Rohr drin, die Akkus? Ja, ja, ist, Runde, ist, oder? Nee, das ist ein fest eingebauter. Ach, fester, zum Aufladen. Nennt sich Beutelakku. Zum Aufladen. Jetzt kannst du direkt, kannst auch mit Power, okay. Powerbar während der Nutzung aufladen. Dann hast du hier, kannst du... Steuern, siehst du das? Ja, so wie es sein sollte. Pausieren. Ja, pausieren, aufnehmen. Okay, so sollte es sein. Ja. Für die Kamera. Ja, ja, klar. Ja, extra für die Kamera. Ja, ja. Mit Bluetooth sind die miteinander verbunden und dann. Okay. Das ist doch super. Ja. Ja, wie jetzt im Angebot. War ja ein bisschen mehr. Aber der, ja. Das Einzige, was der nicht hat, der hat keinen Standfuß. Ne? Den habe ich. Achso, hast du. Dabei, da kommt jetzt auch noch was ran. Aha. Den kannst du so ranschrauben. Okay. Und dann hast du den. Ja. Ist ja
separat muss das natürlich. Da gibt's ja. Aber da kommt jetzt nichts Negatives zu sagen. Jetzt. Nee, da kommt jetzt noch so ein Ding, jetzt so ein Halter dran. Hat da sich kommt einer so Mühe gegeben, da siehst du da? Auf dem Stamm den dicken Stein. Ah oh, ja, stimmt. Ja. Ja, was war stehen geblieben? Hier kommt jetzt noch so eine Halterung dran. Da kommt ein Mikrofon draußen, ein externes. Aha. Ne? Ist auch schon bei meiner Mutter. Oh, muss Gott. Ich nur noch abholen. Ja, wir steigen auf ins Profilager. So ungefähr. Ich habe zwei Mikrofone, einmal ein Richtmikrofon und einmal ein, wie heißt das? Lavel. Keine Ahnung, hier so zum Dranheften. Ja, mal gucken. Dann wird der Ton auch noch ein bisschen besser werden. So, der ist immer ein bisschen. Ja, ist halt so. Wir wollen ja auch nicht schreien im Wald. Nein. Wenn ihr was hört. Richtig. Ja. Ist ja nicht Sinn der Sache. Wie lange habt ihr für einen Rückweg gebraucht? Länger oder? Wann sind wir losgefahren? Viertel vor acht sind wir losgefahren. Halb vier waren wir zu Hause. Aber fast durchgefahren. Ne? Okay. Zwei, drei Zigarettenpausen. Okay. Und sonst eigentlich durchgefahren. Über 19, 11, 12, 2, 3, 4. Ja, hab 7, bisschen, knapp 8 Stunden. Habt ihr ein bisschen länger gebraucht? Ne? Ja, weil wir sind ja. Vom Gebirge in Tschechien von unten nach oben gefahren, in Tschechien. Ja. Und da hast du ja keine Autobahn richtig. Da brauchst du natürlich ein bisschen länger dann. Ja, keine deutschen Autobahnen da. Ja, so ist das. Ja, der Weg sieht irgendwie aus wie so eine Baustelle, finde ich. Das ist jetzt hier ein bisschen Nebenboden, ne? Ja. Hattest du denn für die Tschechentour, hast du schon mal geguckt, jetzt, was so ein Hotel so kostet? Ja. Ja. Das gibt es so für eine Woche zwischen 280 und, naja, beim Benevez geht es hoch, also 700. Ja, wohl so viel würde ich dann doch schon nicht für eine Woche zahlen wollen. Nein. Also ich denke, dass wir so 500 bezahlen oder so für eine Woche. Vielleicht auch 600 für 8 oder 9 Tage, je nachdem, wie lange und wann wir fahren. Okay. Komfort ist das oder so nicht. Das ist alles irgendwo Holzmöbel aus den 80ern, 90ern oder sowas. Braucht man auch nicht zum Schlafen. Und von daher kriegst du schon was für 300 Euro. Mein Ziel ist es ja, unterwegs zu sein, nicht gesagt, da rumzuhängen, oder? Nee. Ja. Von daher brauchen wir das auch nicht. Muss nur ein Grillplatz dabei sein. Ja. Dass wir uns verpflegen können abends. Ja. Das ist ja cool. So. Tja. Muss auch noch mal genau nach dem Datum, also genau die Zeit, damit ich jetzt vielleicht nächste Woche schon einreichen. Ja, ich muss ja auch noch einen Tag nachreichen. Also ich denke, wir fahren am 19. Ja. Dann werden wir einigermaßen pünktlich losfahren. Kaufen wir noch einen. Am nächsten Tag habe ich ja Geburtstag, dann natürlich ein bisschen feiern auch. Ja. Am 19. hin. Und dann gucken wir mal, wie lang. Muss ich meine Kinder noch impfen. Björn, der macht dann wahrscheinlich gerade gleich wieder so eine Projekt X-Party. Ich warne dich, Junge.
Jetzt die Kamera auf. Ja, das stimmt. Live-Bilder. Fernüberwachung. Ja, hallo. Das kann ich natürlich machen. So, rechts, links. Was sagt die Uhr? Rechts. Rechts. Na denn. Also. Die Sprache funktioniert wieder. Okay. Hört sich so ein bisschen an wie da ein Mike, oder wie heißt er? Welcher Mike? Da, deine Verwandtschaft. Ach, Mike, ja, kann sein. Wenn der sich so anhört. Ja. Palim, palim. Palim, palim. Ja. Richtig. Bäume, 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 Bäume über Bäume. Ja, ja, schon wieder fleißig, so wie sich das anhört. Richtig Dampf. Sieht aus wie eine Straße. Ja. Wo geht's denn hin hier? Was? Bitte wiederholen. Wie? Links? Warte mal. Ganz. Ja, ja. Okay, ganz die Schnauze rein. Okay. Was sagt er? Weiß ich auch nicht. Ist auch nicht wichtig, glaube ich. Ja, war vor kurzem Update. Oh, Milli. Oh, Milli schickt groß. Da habe ich auch drei schöne Touren schon für rausgesucht. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Sieht echt gut. Vor allem schon mal.
Wann ist das? Im Sommer. Wenn Schulferien sind, wir fahren mit den Kindern runter. Ist da eigentlich Live-Bild auch bei? Nur wenn ich es anmache. Ansonsten verbraucht er zu viel Akku. Ja, das Live-Bild zieht natürlich. Ja. Was ist da oben denn für ein Kabel her? Hm? Hallo. Bestimmt kein Strom. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht doch. Was sollte sonst da oben? Ja, vielleicht. Telefon. Ja, vielleicht doch Strom. Ich weiß nicht. Ende werden kalt, ne? Ja? Es geht. Geht noch, ne? Ja, geht noch. Aber wir sind auch noch ein paar Stunden unterwegs. Ja. Ich glaube, der Vorteil ist, dass hier halt heute kein Winter heißt. Das ist ja. Komplett Geld. So, auf jeden Fall. Höhe 209 Meter. Übrigens. Im Moment. Ja. Das sieht aus, als wenn das heute noch viel höher wird. Das ist auch wohl, was gesagt, 280 glaube ich stand da, ne? Oder 290. War glaube ich der höchste Punkt. Also nicht allzu hoch. Ja. Hügel, stimmt mal. Ja, wir haben halt nur Hügelchen hier in der Nähe. Das ist so. Ja, du warst jetzt verwöhnt von letzter Woche. Genau. Aber kann man den Zuschauern auch gleich sagen. Ach, im Weim Ostallgäu. Ja. Ja. An den Alpenrand. Der schöne, wie heißt die, schöne Burg, das schöne Schloss Neuschwanstein, genau, besucht. Und das Schloss Hohenschwangau und das Hohe Schloss, also drei Schlösser sind da. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen gewandert, eine Runde. Dann waren die Füße von Jana kaputt, dann musste ich den Rest selber machen. Wir hätten schön noch Videos mal aufnehmen können. Hätten wir schön bei YouTube. Hast du? Ich habe ein paar Videos. Ja. Hast du? Ein paar Kurzvideos gemacht, natürlich. Okay. Ja, kann man ja hochladen. Kann sich aber angucken, wenn er jetzt. Wenn das was Interessantes ist. Boah, ich denke schon, ne? Vom Wasserfall, Lechwasserfall. Okay. Oben auf dem Schloss auch. Oh. Ich muss ja sowieso mal die Zuhörseiten schicken, dann kannst du da auch selber die Sachen da reingeben. Ich gib doch mal die Fotos auf den FDP-Server, leg ich doch mal drauf. Ja, oder packst du da auch? Doch, doch. Den letzten habe ich auch runtergeholt. So, Zivilisationen kommen wieder. Ja, ist da drauf, geht das Stromkabel auch wahrscheinlich hin. Jetzt ist es weg. Nein, wieder dir. Ach, da oben, ja. Okay. Ja, dann ist das wohl so. Ja, bislang war es eine saubere Wanderung, sauberer Weg. Das können wir uns auch noch Autos entgegen. Update gewesen. Das passt doch immer noch nicht. Doch, das passt doch. Du hast eben gesagt 208? 80. Ach so, okay. Und der hat jetzt 288. Ja gut, dann passt er. Nee, dann passt er. Okay. Dann muss ein Update gewesen sein. Ich habe ihn 208 verstanden. Was?
Höhenmesser scheint wieder zu funktionieren. Ja, gut. Wir wissen etwas. Ja. Dann sehen wir mal an, wie bei Garmin. Mit jedem Update kommt, läuft irgendwas anders wieder, nicht? Ja, genau. Hier habe ich natürlich nur 228 Meter und den glaube ich auch mehr. Siehst du? Also, passt es immer noch doch nicht. Doch noch nicht, Samsung. In Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, da raus. Ja, dann. Mal da. Guck mal, da geht es nämlich hoch gleich. Was? Sagen mir aber alle rechts. Okay. Hier können wir ja auch gleich. Warte mal. Heute ist der 1. April, ne? Hast du deine Frau schon in den April geschickt heute Morgen? Nein, habe ich nicht. Hättest du mal machen sollen. Nein. Scheiße. Ach so, da macht man sowas nicht. Ach so, ja, entschuldige. Wusste ich ja nicht. Ja, du musst das Forsthaus fotografieren hier. Ich habe ein Foto vom See gemacht mit dem Haus. Ja. Ach so, okay. Ja, dann Forsthaus halt. Haft, halt, halt. Dann nächste Möglichkeit umkehren. Hä, was? Ich will nicht umkehren. Herr Navigator, was denn? Ja, was denn? Hast du nicht gerade gesagt, rechts? Was labert ihr denn dann da? Der labert Scheiße. Ah, nee, der hat uns hier zu dem Haus hier, das ist Punkt 2. Ach so. Das war Punkt 2, das war das Forsthaus halt. Ja, aber weiter geht's natürlich berghoch. Okay. Im Zweifelsfall immer berghoch. So ist das doch. Ja, dann ist ja gut. Oh, guck mal, da ist ein Zelt. Ein Wigwam. Also, Übernachtungsmöglichkeit gegeben. Ja. Gibt's hier? Okay. Guck, ab heute ist Brut- und Setzzeit. Aha, wir müssen aufpassen. Ja. Aber am 1. April ist natürlich wieder einige Sachen mehr auf. Vieles war ja bis zum Anlass nicht geschlossen. Unten in Füssen auch. Ja, guck mal. Oder in Budweis. Dann fängt jetzt die wahre Wanderzeit an. Ja, jetzt fängt der heute ist der Frühlingsanfahrt für Wanderer. Super. Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit ist das. So, jetzt haben wir schon mal normalen Boden unter unseren Füßen. Ja. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Ja. Gucken wir hier nochmal. Wanderwege im Brandshof. Genau. Brandshof, was immer das heißt hier. Mich selber wollte ich nicht. Nicht? Mal gucken, was meine Lieblingsverwandtschaft heute sagt. Welche Sofastellung? Sitzend, liegend, hockend. Da gehen wir von aus. Da gehen wir von aus. Die haben aber auch gestern gut alles gegeben, so viel ich weiß. Ja. Oh, ich habe keinen Empfang hier. Was ist hier denn los? Ich habe nur Edge hier. Das geht ja wohl gar nicht, hä? Ich habe nur Edge. Da müssen wir noch ein bisschen warten hier mit dem Versenden. Bei mir läuft auch nichts außer die Nase. Ja. Du bist auch Vodafone, oder nicht? Was? Vodafone? Oder bist du Telekom? 1 und 1. Ach, 1 und 1. 1 und 1 ist Telekom, ne? Ja. So, man hört wieder Bälle fließen. Super. Genau. Guckt euch das an. Ja, das sieht schon Tabelle aus. Ist das Schmelzwasser vom Berge, was da runterkommt? Und hinten ist auch noch eine schöne grüne Hütte, seht ihr die? Das ist eher ein Wohnwagen, ne? Oder ist das so ein Bauwagen, so ein umgebauter?
Guck mal, mit einer kleinen Treppe davor. Tolle Sache. Rechts. Hier ein Wasserfall. Ja, einer. Höhe. Tausende. Höhe. Tausende Wasserfälle hier. Und natürlich sind hier auch schon Dinosaurier rumgegangen, wie man sieht, an den angespitzten Bäumen. Genau, hier, das war so ein Tyrannosaurus, der hat mal gerade hier den Baum umgehauen. Der braucht den Zahnstocher. Genau. Der letzte Wanderer, der mit der Knochen steckt zwischen den Zähnen. So, Wasserreservoir. Die Reserven sind das. Hatte ich letztens. Einer ist ja auch wieder hier. Beim Marktcheck. Eine sehr interessante Reportage über die Tricks der Getränkeproduzenten. Erzähl mal weiter. Ja, ging es halt hauptsächlich um Bier, ne? Bier, du trinkst ja auch gerne Bier. So. Ja, und das wird immer propagiert hier, deutsches Reinheitsgebot, ja, ja. Malz, Gerste, Wasser und Hefe. Hopfen, Malz. Genau. So. Und da sind mittlerweile noch zig andere Sachen auch noch drin. Ne? Sogar Kunststoffe. Genau, das habe ich auch gehört. Trinkwasser ist so ja Kunststoff. Mikrokunststoff. Aber. So viel, ich weiß nicht, in dem Trinkwasser hier aus dem Wasser. Ich denke aber auch, das kommt auf die Gegend auf. Also bei den Bieren geht es darum, dass das nicht trüb wird. Und deswegen haben die da so Kunststoffe drin. Und Reste sind da halt drin. Normalerweise sollte alles rausgefiltert sein, aber ist wohl dann doch nicht so. Und da sind noch so andere Sachen auch noch drin. Ja, das zum Thema deutsches Reinheitsgebot. Ne? Das nächste war dann Wasser, ne? Überhaupt Mineralwasser und ja. Stilles Wasser. Und dass sie quasi die Quellen, aus denen sie das holen, ne? So vielleicht 5 Kilometer entfernt sind von dem Wasserreservoir für das Wasser aus dem Wasserhahn und so. Ne? Naja, jetzt weiß ich, vielleicht ist der Russe und seine Tochter auch an schlechtem Mineralwasser vergiftet worden. Ja, das kann ja auch sein. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, aber. Also, es macht eigentlich wenig Sinn, Mineralwasser zu kaufen. Ja, aber irgendwas musst du ja eh trinken. Ja, du kannst. Das ist Wasser aus dem Wasserhahn. Da sind auch Mineralien drin. Dieser wird ja mal Mineralien angereichert. Genauso wie die anderen. Und ansonsten wird das sogar noch öfters kontrolliert. Ich glaube, das waren 600 Proben im Jahr, die genommen werden. So oft werden die Quellen nicht untersucht. Und ja. Da haben sie auch diese Plastikflaschen untersucht. Ob die jetzt Schadstoffe an das Wasser übergeben, wenn das dann lange da drin ist. Ne? Und dann haben sie das Wasser dann auch auf 60 Grad erhitzt in diesen Flaschen. Kann ja mal passieren, wenn das in der Sonne liegt oder so. Und es waren, naja, bis auf eine Flasche haben die Grenzwerte eingehalten. Also es ist auf jeden Fall was drin. Aber die Grenzwerte wurden eingehalten und eine Flasche wohl hat die Grenzwerte überschritten. Gut und günstig war es. Stilles Wasser oder was Mineralwasser? Ich weiß nicht genau. Ja, war sehr hoch, glaube ich, den vierfachen Wert oder so. Und das Problem ist ja, dass die einzelnen Sachen ja ihre Grenzwerte wohl einhalten, aber das große Ganze,
halt das Schlimme ist, ne? Ja, die wollen alles nur Profitmacherei. Ja, ist halt so. Warum kommt so eine Scheiße da rein? Ja. Es ist sehr, sehr, also ich finde das sehr schlimm. Und ich versuche ja auch alles nur in Gläsern einzukaufen, ne? Vor allem diese Plastikverpackung, das ist ja, hat ja so ja. überhand genommen. Ja, das ist ja schon doppelt und dreifach in Kunststoff eingepackt. Ja, das stimmt. Das ist ganz schlimm, ist das alles. Dann muss man mal wieder vom Wegkommen. Ja, ich weiß, es gibt ja so Sachen, die halt Bananen in Folie. Ich weiß gar nicht, warum muss die. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Schale, die isst du nicht mit. Das ist ja, und Druckstellen kriegst du auch mit der Folie. Ja, das ist ja alles. Und die Druckstellen sind ja auch nicht, sind ja nicht schlimm, dadurch wird die Frucht ja nicht schlechter. Ich meine, das muss einem nur bewusst sein. Ein bisschen matschiger. Ja, ich weiß, meine Kinder zum Beispiel, sobald da so ein paar braune Flecken drauf sind, essen die Bananen. Ich bin auch so penibel, ich gebe zu, ich gehöre auch zu diesen Leuten, ja. Alter, ihr seid doch nicht normal, meine Güte. Ich war total matschig und dunkelbraun schon ist, habe ich da auch. Dann ist die richtig süß. Das Auge isst doch mit. Ja, dann schäl das Ding ab und schon hast du eine tolle Banane. Eine matschige. Ah, Mann, ihr seid also, verstehe ich nicht. Ja, gut, wenn natürlich der Großteil der Menschen halt so ist, ja, dann ist natürlich auch nicht besser. Stopp. Komm, mache ich nochmal kleine. Hier ist grün, ne? Ein bisschen grün. Ja. Also ist jetzt mit Empfang hier. Haben wir schon was? Oder immer noch nicht? Mal gucken. Wiederholen. Wiederholen. Oh, 4G. Ich habe 4G. Ein bisschen. Ein bisschen. Dann kann ich. Zack. Ah, ne, das nehmen wir nicht. Oh, meiner war ausgeschaltet. Jetzt was? Weiß ich auch. Was war ausgeschaltet? Mein Internet. Oh, oh, oh. So, ja. So, was haben wir gehabt? Achso, das dritte, was wir dann noch untersucht hatten, das war auch sehr interessant. Müsste man mal selber ausprobieren, weil irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass wir wirklich so scheiße sind. Und zwar haben die Getränke genommen, irgendwie Fruchtgetränke, Säfte, keine Ahnung, Banane, Mango und was weiß ich, Birne, Kirsche und sowas. Und die Leute, die haben denen das nicht gezeigt. Die haben einfach nur so Becher voll gemacht und die Leute durften dann probieren und sollten dann entscheiden, was das für eine Frucht war, ne? Da hat keiner die Frucht rausgefunden. Wir werden wirklich nur optisch. Hast du das Ding gesehen? Siehst du eine Birne drauf? Schmeckst du eine Birne? Ist doch nicht normal. Das ist ein Hammer, ne? Kaum vorstellbar. Ja. Ja, weil man wie eine Erdbeere schmeckt, das muss man eigentlich wissen. Eigentlich schon. Und ein Unterschied zwischen Apfel und O-Saft? Sollte man auch. Ne? Ja. Aber das Schlimme ist dann auch, wenn du dann, keine Ahnung, du hast dann, sagen wir mal, irgendwie so Banane-Kirsche. Ja, ist ja. Und da ist trotzdem Apfelsaft mit drin, ne? Ja, natürlich. Die wird gestreckt. Alter. Die billigsten Strecken. Ja. Ja, ein paar Fruchtverstärker. Und eigentlich heißt es. Hier noch ein paar Fruchtfliegen und dann. Ja. Und dann gibt es da so Unterschiede, zum Beispiel, ich finde, das ist echt eine ganz große Verarsche ist das. Und zwar heißt es eigentlich irgendwie, gibt es so eine Richtlinie, dass wenn da halt eine Erdbeere drauf ist, dass halt auch Erdbeere drin sein muss. Ne? Aber das gilt nur, wenn das ein Foto ist von der Erdbeere. Wenn das eine Grafik ist, eine gemalte oder gezeichnete oder eine Abbildung, dann gilt das nicht. Okay. Alter. So werden die Leute verarscht. Und unsere Politiker nicht in der Lage, sowas in den Griff zu kriegen. Ja, hä? Traurig. Das ist traurig, genau so ist das. Diese Drecksadvokaten, ey, das ist. Nein. Du kannst heute keinem mehr trauen, nichts. Yeah.
Da geht halt nur eins, den Boykottieren nicht kaufen. Habt ihr gehört? Ihr sollt den Scheiß nicht kaufen. Ach, geht's ja schön hoch. 50 Meter. Oh, Birgit war auch richtig fleißig dabei, ne? Ja. Birgit, 15 Kilo hat sie schon abgenommen. Ehrlich? Ja. Schon schön. Mike auch. Hoffe, die halten auch durch. Boxbrink. Wo ist eigentlich die nächste Highlight? Was haben wir überhaupt für eins? Gucken wir doch mal. Lass uns doch mal gucken hier. Auf jeden Fall müssen wir jetzt bis da hoch. Nächster Highlight. Punkt 4. Bremsschacht. Bremsschacht 7. Alter, okay. Stollen. Okay. Na denn, auf zum Bremsschacht. Ja, wir haben ja Zeit. Schauen wir mal den mal ab. Oh, Wasser. Wie sind wir da jetzt? Da haben wir kommen in der Schweiz raus. Ja, ich merke das auch schon. Ist schon ein bisschen. Ist warm, ne? Jo. Ja, ich dachte eigentlich auch, das wäre ein bisschen kälter, aber. Ich dachte auch, das sind ungefähr 1,5 Kilometer jetzt. Aber ich bin echt. Ich bin ganz unten. Oder? Wir sind auch bei. Ja, ich bin auch bei. Wasser. Giftstoffen. Leitungswasser. Tja, Wasser mit Giftstoffen. Aber du kannst das so ab, du bist doch ein Kunststoffmann. Du als Kunststoffformgeber, du kannst das bestimmt ab. Heißt das überhaupt noch Kunststoffformgeber? Wie heißt das? Verfahrensmechaniker. Hey, alter Falter. Ja, ist ja ein ganz anderer Beruf, wa? Ja, das hört sich irgendwie, bei mir hört sich das irgendwie Anwendungsentwickler, Softwareentwickler, Programmierer. Diese Worte. Irgendwie alles derselbe Scheiß. Ja, nicht ganz, nein, da gibt es schon Unterschiede. Epsa. Epsa. Was ist das denn? Epsa. Eine Epsa. Ich schreibe keine Apps.
Das mit den mit der Hütte da ausruhen lassen und mal lieber morgen Nachmittag machen, wenn es besser passt. Ja, also mir passt es besser. Direkt nach dem Sport komme ich nach dem Sport vorbei. Ja. Wird dann so. Ich kann ja schon mal suchen, ein paar Abzeichen. Ja. Ist da schon mal was. Mal gucken, ob meine Kinder überhaupt noch leben. Die waren wir gestern auch auf dem Geburtstag. Die haben wir heute noch gar nicht gehört. Liegt wahrscheinlich noch im Koma. Ja, so leicht. Was? Die Hände werden leicht kühl. Leicht, ja. Stielruther See. Was sagst du? Stielruther See. Hier ist sogar kein See. Aber still ist es trotzdem, ne? Ja. Da teilen sie nur eins vor dem Wildbefall. Ja. Ich glaube nicht, ne? Nicht mal an. Denke ich auch. Das ist ein bisschen vermisse ich den Schnee aber auch. Ja, jetzt habe ich genug da. Okay. Also, die Tour war schon klasse da. Ja. Thank you.
Gucken wir doch mal. 313. Wie viel? 313? Ja, komm auch nicht. Ja, denke ich auch. Der ist vielleicht 3,30, 3,40. Der Hügel. Der Hügel, ja. Das sind noch Hügel für mich. Ja, ist. Leuteburger Wald und die Berge sind ja nur Hügel. Ja, das ist halt so. Berge ist was anderes. Was steht da hinten denn für ein Bauwagen? Was kommt da hinten denn? Oh, eine ganze Truppe. Die machen Ostermarsch. So. Die suchen die Eier im Wald. Ich wollte jetzt zwei mitnehmen. Das ist ja verboten. Keine Nahrungsmittel. Kommen die uns entgegen oder laufen die mit in unsere Richtung? Weiß ich gar nicht. Die laufen in unsere Richtung. Du sagst mir jedenfalls die Spuren hier. Ach so. Unser Spurenleser hat wieder zugeschlagen. Das sind drei Männer, zwei Frauen. Ja, der mittlere Mann, der humpelt, der zieht das ja. Bein so ein bisschen nach. Die Frau hat eine weiße Mütze auf. Geradeaus. Ja, gut, 4,3. Ja. Wieso wird der Wald im Herbst so bunt? Hier reingucken. Nee, will ich nicht rein. Warte mal. Aber steht ja, die Lösung steht ja da drunter. Chlorophyll heißt der Stoff, der die Blätter im Sommer grün färbt. Im Herbst lagert der Baum diese wertvollen Stoffe im Stamm den Ästen ein. Dann hat die App geschlossen. Ja. Ja. Da haben sie wahrscheinlich ihre Arbeitsmaterialien drin hier. Also wir gehen auf jeden Fall in unsere Richtung. Ja, sieht so aus. Na, wird aber ein bisschen dauern, bis wir sie eingeholt haben. Ja. Da biegen sie auch vorher ab. Das kann auch sein. Richtig, es zieht schon so ein bisschen, wenn du dich bewegst da vorne. Ja. Das ist schon ein bisschen kälter drin. Ja, stimmt. Ich komm hier. Schnauze voll. Was Schnauze voll? Was brauchst du? Ach, Handschuhe. Guck mal die Handschuhe raus. Ja, wir waren beide bei der Bundeswehr. Einer hat immer was gemacht, einer nicht, das sieht man jetzt. Ja. Ich würde euch ja verraten. Du warst ja nie draußen im Felde. Nein, war ich auch nicht. Brauchte ich auch nicht. Ich würde euch ja sagen, wo ich war, aber dann müsste ich euch töten. Das hast du letztes Mal schon erzählt. Ach, habe ich schon. Okay. Ja.
Aber ja. Gut, wenn ein paar neue Zuschauer da sind. Ja, okay. Ach, fühlt sich doch gleich viel besser an. Was? Fühlt sich gleich viel besser an. Ach ja. Ich kann ja nichts für, dass du in deinen Händen schon nichts mehr spürst. Solange wie es nur die Hände sind. Der hat sich wieder eine Mühe gemacht. Ja, guck mal. Ja. Ein Steinhäufchen. Was? Siehste? Ja, hallo hier. Dann halt mal fest. Pass auf, dass du nicht auf den roten Knopf drückst. Ist Pause oder Stopp? Das ist Stopp dann. Pause gibt es gar nicht. Das ist immer nur Stopp, Start und Stopp. Na ja, komm, das Ergebnis ist dasselbe. Das ist dasselbe, da hast du recht. Da ändert sich nichts dran. Das ist so. Das wird angehalten. Und der nice Problem dabei ist, dass du bei einer Pause würde man mit demselben Video weitermachen und wenn man Stopp macht, dann jo. Startet man ein neues danach. Also ihr dürft euch ja nicht wundern, dass wir jetzt Handschuhe anziehen, aber die Temperaturen sind schon auf 3 Grad runter hier. Ja. Wir sind zwar im April. Ja, das ist schon. Wir sind zwar zwei heiße Wanderer, aber das strahlt nicht bis in die Hände. Ach, ist doch gleich besser. Ja, sag ich doch. Die Hände werden warm. So, dann ist schon wieder alles kaputt hier. Jetzt muss ich mal wieder so ordentlich aussehen. Das wird uns wahrscheinlich noch das ganze Jahr über verfolgen, bis wir das hier alles aufgeräumt haben. Ja. Ich hoffe, die machen da auch was Sinnvolles raus. Zum teuren Rohstoff, ja. Ja, aber der wechselt sich nach. Ja, das stimmt. Das ist gut. Da hast du recht. Darum auch immer Papier nehmen und keinen Kunststoff, wenn ihr Blumen kauft. Bei mir werden die immer in Papier eingewickelt, nicht in Kunststoff. Folie. Ich weiß nicht, warum die Leute alle Folien nehmen. Ich weiß es auch nicht. Damit die Leute von außen gucken können, wie schön die Blumen sind. Wahrscheinlich. Ja, so langsam kommt das aber auch wieder, dass die Leute mehr auf regenerative Rohstoffe sitzen. Das hat so aber, ja, das ist aber auch wieder alles so eine Preisphase. Sieht halt alles auch wieder teurer, ne? Kunststoff ist ein relativ günstiger. Noch, das ist wahr. Noch. Solange bis kein Öl mehr da ist, ne? Ja, nur 30 Jahre, habe ich gehört. Ja. 30, das haben sie, sag mal, das haben sie vor Jahren schon. Das Fracking ist wieder rentabel geworden, dadurch, dass das Öl so teuer geworden ist, können sie jetzt Fracking machen. Von daher haben wir wieder länger was. Aber ja. Wer weiß, was in 30 Jahren ist. Ja, vielleicht haben wir Glück und der die Wände, der die passende Idee hat, ist schon auf der Welt. Da gibt es ja so einen kleinen Genie da. Ja. Der hat auch schon einige sinnvolle Sachen erfunden. Okay. Und der arbeitet ja daran, an der Kernfusion. Die kalte Fusion oder was? Kernfusion, weißt du doch, was das ist, ne? Ja, aber. Das, was auf der Sonne stattfindet, ja. Im Gegenteil von der Kernspaltung. Er ist ja noch jung, ist jetzt erst 21 oder so.
werden. Dann gibt es ja noch Hoffnung. Ja. Ich habe jetzt mal letzte Woche die ganzen Filme von Stephen Hawking aufgenommen. Ja, die haben sie dann natürlich ausgestrahlt, die Dokus. Über Gelegenheit mal gucken. Kilometer pro Stunde Tempo. Ja. Ist eigentlich sehr gut. Ja, wir gehen ja auch nur weh hier. Wollte ich gerade sagen, aber auch nicht sehr anstrengend. Naja, dafür ist die Strecke ja heute auch länger. Ich denke, wir kommen aus über 17 Kilometer. Unsere Mitwanderer sind weg. Jo. Mal gucken, wie weit das Highlight noch weg ist. Ja. Ungefähr anderthalb Kilometer noch. Okay. Ich würde sagen, von der Tour, ja, aber wo kommen die 67 Kilometer weg? Das weiß ich auch nicht. Aber wir können hier verlängern. Oh, da gibt's. Ach so, stimmt, ja, habe ich gesehen. Ein ganzes Stück verlängern. Aber wir haben ja jetzt das ungefähr. Ja, dann passt das. Ein bisschen haben wir ja abgekürzt wegen dem Parkplatz. Ja gut, das ist natürlich auch. Sorry, und da, bevor wir hochgehen, ist ja kein Highlight auf der Grad nach oben. Ja. Aber auch verlängert. Ja. Das machen wir auch, ne? Jupp. Aber man kann sehen, dass er da an der Straße langlaufen. Nee. Also, das ist ja noch hier in Ordnung. Ja. Aber Straße ist vermeiden. Hast du eigentlich Big Bang Theory geguckt? Nee, ja. So eine Serie im Garten. Ach, die war schon. Ich bin kein Bergengucker. Okay. Absolut keine. Okay. Außer die Star Trek und da Preise. Hast du The Orville schon gesehen? Wen? The Orville? Nein. Das ist so eine Star Trek Verarsche, die läuft gerade. Ja? Solltest du den mal angucken? Also, ja, auch ja, ist neu. Was ist das? Eine Star Komik oder Komik? Ja, das ist so mehr. Ich will das nicht. Also das ist keine richtige Komödie. Es ist schon, es sind sehr tolle Storys sind dahinter. Ist halt wie Star Trek halt. Aber die machen dann so, ja, wie soll man sagen, so. Liegt das auf dem Server? Ja. Wie heißt das? The Orville. The Orville. Und also sehr toll. Normalerweise Björn und so, die gucken ja auch Star Trek und sowas auch nicht, aber die gucken das auch gerne. Und Kai, der Arbeitskollege, meinte, das wäre ja eigentlich so das bessere Star Trek als die letzte Discovery. Ja, nee, Discovery ist ja schon eine neue Staffel rausgekommen, ne? Von was? Von Star Trek. Discovery hieß das. Ehrlich? Ja. Ist auch drauf. Discovery? Ja. Star Trek Discovery heißt das. Ja, das letzte, was ich geguckt habe, war hier diese Enterprise. Ja, genau. Ja, zurück. Es gab ja, genau. Zum Startpunkt. Ja, genau. Es waren ja 4 Staffeln. Und jetzt kam letztes Jahr kam Discovery raus. Aha. Liegt auf dem Server? Mhm. Okay, da muss ich echt mal. Ja. Und gucken, wie ich das auf dem Server jetzt kriege. Hast du denn keinen Chrome Player oder sowas? Chromecast habe ich, ja. Pumpgas im ersten.
hier, das kannst du doch, also das müsste ja gehen. Das kannst auch, ich müsste auch mal einen Nachsitz kaufen. Kannst du auch, müsste gehen. Der ist jetzt schon ganz schön. Ah, der erste, obwohl der erste, ja. Der macht ja nicht mal Full HD, ne? Glaube ich, der macht nur 720p, der erste. Ja, kann sein. Ich denke, ich werde mir auch mal einen neuen Chromecast überlegen. Ja. Oder gibt es da was anderes? Gibt es relativ gute andere Sachen. Hier so eine Mi-Box oder so. Die kriegst du schon für 40, 50 Euro. Das ist wie so ein, das ist so eine TV-Box. Da hast du alles drauf, wie so ein Android. Halt. Läuft sehr gut, muss ich sagen. Also die Chromecast ist... Hast du die oder was? Ich habe die auch, ja. Die ich in der Küche nutze ich die auch. Ne? Aber als ich die gekauft hatte, war die noch teurer. Krieg mal den Link. Ja, kann ich machen. Ja, die Güste schließt du an. WLAN und fertig. Schon läuft das Ding. Denk mal dran, können wir morgen vielleicht das Ding bestellen. Ja, können wir mal. Das ist noch besser. Ja, der Wald ist sack. Ja. Das ist ziemlich kahl. So ist das. So zu machen. Da ist er, der Zerstörer. Der Vernichter. Der Waldwege. Komm, lass die Luft raus, Achim. Immer wie die Fahrradfahrer oder Downhill-Raser. Sechs Räder. Nein, achte sogar, Alter. Alles dran, da machst du einen Baum in 15 Minuten. Machst du einen, ja, Fall. Wollte ich gerade sagen. Wollen wir mal gucken, warte. Müssen wir aus der Nähe nochmal angucken hier. Ein bisschen was bieten hier. Wo? Wo, wo, wo? Guckt euch das an. Was für eine Maschine. Guck mal. Der rasiert so ein Ding schnell ratzfatz weg. Ach, guck mal, da ist die Kettensäge auch. Ja. Mal das mit einem ganz normalen Kettensägenblatt. Jo. Das reicht. Tja. Ja, ich schon ganz schönes Monster. Ja, dann sag mal. Wenn wir starten würden, ja, wäre nur der halbe Wald kaputt. Er braucht bestimmt gerade die Erfahrung. Ja. Das ist mal so. Da ist bestimmt kein Schatz drin, Achim. Weil der bestimmt nicht auf dem Stein liegt, oder wenn, dann wäre der unterm Stein. Ja, aber der war zu schwer für mich, sonst hätte ich ihn hier hochgehoben. Ach ja, stimmt ja genau. Diese Äste, die haut er ja auch ab, ne? Jo. Der zieht der einmal so durch und dann. Alter Falter. Der raspelt der ab. Ja. Mann, Mann, Mann. So, das ist ein schönes Sein. So, wieder ein Aussichtsturm für uns. Ja. Upsa. Nicht ganz so hoch wie sonst. Ja, war ziemlich hoch. Auf den Aussichtsturm? Ja. Warum nicht? Ups, ein bisschen verschoben. Ja. Gab es eine Akkuanzeige? Nee, habe ich nicht. Von 6 bis 8 Stunden aus. Ich gehe einfach von 6 Stunden aus, dann haben wir noch, keine Ahnung, 4,5 Stunden Zeit. Das soll reichen. Okay. Kalt ist es nicht, aber warm ist es auch nicht. Na, stimmt, aber die Kamera hat nur noch 3%. Also die müssen wir gleich wechseln. Ja,
tak, tak, tak. Ja, können wir auch machen. Und ich gehe mal einen Baum befruchten. Okay.